Sehr geehrter Herr Gayoui, Gesandter der Botschaft des Staates Israel, sehr geehrte Frau Shapira, sehr geehrte Frau Noah, immer ein gern gesehener Gast hier in unserem Haus, lieber Herr Mankun, danke dir und der deutsch-israelischen Gesellschaft für die Veranstaltung hier und heute, 75 Jahre Israel, Bremen gratuliert, eine tolle Veranstaltung, die wir natürlich gerne hier in unserem Räumen auch gemacht haben. Und jetzt für die Begrüßung wird es jetzt schwierig, weil wir haben natürlich, ich begrüße hier auch ganz herzlich Bundestagsabgeordnete. Ich habe natürlich auch eine Vizepräsidentin hier, Frau Antik Roth her. Wir haben noch Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft hier, zukünftige Abgeordnete der bremischen Bürgerschaft hier und auch Herrn Altbürgermeister hier, Herrn Henning Stern. Alle herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vor 75 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Es ist bis heute ein Symbol für die jüdische Wiedergeburt nach der Katastrophe. Und es ist das wirklich Werdens eines sicheren Zufluchtortes für Jüdinnen und Juden nach jahrhundertelanger Verfolgung und Vertreibung. Es ist das wirklich Werdens von einer Heimat. Sehr verehrte Gäste, als David Ben Gurion am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausrief, erklärten fünf arabische Staaten Israel den Krieg. Der Ministerpräsident des neuen Landes notierte an diesem Abend in seinem Tagebuch: Im Lande herrscht Feierstimmung und tiefe Freude. Und wieder fühle ich mich wie ein Trauernder unter den Fremden. Die Zerrissenheit, die von David Ben Gurion ist aber auch noch heute ein Stück weit doch, ja, ich will sagen, spürbar. Denn in seinen 75 Jahren Bestehen war und ist Israel immer wieder existenzbedrohenden Herausforderungen auch ausgesetzt gewesen. Im Inneren übrigens wie im Äußeren. Für viele ist eine jüdische Existenz ohne Israel ja einfach gar nicht mehr vorstellbar. Und wir, damit meine ich Deutschland, haben gegenüber Israel eine besondere Verantwortung, die niemals endet und die auch niemals enden darf. Vor ziemlich genau 50 Jahren, im Juni 1973, reiste Willy Brandt als erster Bundeskanzler damals zum offiziellen Staatsbesuch nach Israel. Erstmals in der Geschichte des Staates Israel wurden zum Empfang am Flughafen deutsche Flaggen gehisst. Ganz gewiss war das ein Moment voller Bedeutung und auch voller Symbolik. Doch aus heutiger Perspektive würde ich sagen, es war ein ganz besonderer Moment der Normalisierung. Nicht im Sinne des Vergessens oder des Verdrängens, sondern im Sinne des Füreinanderöffnens auch, des gegenseitigen Verstehens. Ja, ich bin der Überzeugung, dass dieser symbolträchtige Staatsbesuch ein Impuls für die in den darauffolgenden Jahren wachsenden Freundschaften zwischen den Menschen in Israel und Deutschland gewesen ist und nicht zuletzt auch für eine lebendige jüdische Gemeinschaft in Deutschland, für die ich übrigens sehr, sehr dankbar bin. Auch Bremen kann, gerade in diesem Jubiläumsjahr, mit Stolz und Demut auf eine Freundschaft mit dem israelischen Partnerstaat Haifa schauen. Sie nahm bereits 1976, übrigens 3 Jahre nach dem Willy Brandt-Besuch schon, ihre Anfänge und wurde schließlich dann vor 35 Jahren auch offiziell besiegelt. Seit jeher wird diese Partnerschaft von beiden Seiten getragen und vielen Menschen, die sich persönlich für diese Freundschaft zwischen Bremen einsetzen, ist das auch zu verdanken. Und ich will auch einige nennen, das ist die deutsch-israelische Gesellschaft, der Bremer Freundeskreis Israels, der Freundes- und Förderkreis der Haifa Foundation in Deutschland oder die Stiftung auch der Kulturfonds in Haifa, mit der alles vor 45 Jahren doch auch angefangen hat. Und nicht zuletzt natürlich, und das ist übrigens das Wichtigste in meinen Augen, auch die Freundschaft zwischen den Bürgern und Bürgern beider Städte, zwischen Haifa und zwischen Bremen. Meine Damen und Herren, Austausch ist in meinen Augen das wirksamste Schwert gegen Antisemitismus. Wenn wir wissen, dass über 2600 antisemitische Straftaten in Deutschland wieder erfasst worden sind und nur 35% der Deutschen, ja gut, jeder Dritte in unserem Land, sieht auch nur eine besondere Verantwortung, die wir haben gegenüber Israel,
dann sind das Zahlen, die wir uns einfach auch mal vor Augen führen müssen. Und dann sind das Zahlen, die mich ein Stück weit beschämen, aber die mich vor allen Dingen auch besorgen. Und ich höre das ja auch oftmals von Menschen, die sagen, ja, Mensch, hier von der Bürgerschaft und vom Rathaus, ihr liebt das so viel, diese Städtepartnerschaften. Aber meine Damen und Herren, die Städtepartnerschaften, das ist kein Luxus hier. Städtepartnerschaften sind essentiell, der Austausch ist essentiell. Und das müssen wir weiterleben und das gehört, da gehört nicht nur Politik dazu, sondern auch die Gesellschaft. Und das wollen wir weitermachen und das leben wir auch hier im Haus und werden auch weiterleben. So wie die Gründung Israels vor 75 Jahren ein kollektiver Kraftakt war, so bleibt es auch beim Volk bestehen. Krieg und Terror bedrohen Israel immer wieder und ich habe das höchste Bewunderung vor den Menschen auch in Israel, die trotz dieser Bedrohung, wie ihr Land auch immer wieder erfahren muss, unbändige Lebensfreude doch an den Tag legen und die Israel ja in Wirklichkeit auch von einer Agrargesellschaft zu einer Start-up-Nation entwickelt haben. Viele Menschen in Israel sorgen sich ja jetzt auch vielleicht gerade in diesem Jubiläumsjahr nicht nur um die außenpolitischen Herausforderungen ihres Landes, sondern auch um die innerpolitischen Entwicklungen. Die von der Regierung geplante Justizreform würde die einzigen Demokraten in der Nahen Osten, wie wir sie aktuell haben, zunehmend auch gefährden. Mit der Einschränkung der Gewaltenteilung und der Erosion rechtsstaatlicher Strukturen wurde in Kauf genommen, ein ganzes Land zu spalten, auch wenn sie jetzt ausgesetzt sind. Und wir sehen, dass Hunderttausende gehen seit Anfang des Jahres jeden Samstag wieder auf die Straße. Sie wollen sich ihre Zukunft nicht leben lassen. Und meine Damen und Herren, wer für die Demokratie strebt, der hat auch immer meine Solidarität an seiner Seite. Und Gäste, 75 Jahre nach der Staatsgründung zeigt sich, wie lebendig dieses Land, auch wie lebendig vor allen Dingen auch die Menschen da sind, auch vor allen Dingen die, die ich kennenlernen durfte. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und ich freue mich auf interessante Vorträge gleich. Aber ich freue mich auch auf den Austausch mit Ihnen allen. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend. Herr Präsident, Herr Imhoff, liebe Frau Shapira, Herr Sabi, lieber Herr Nimschärf, lieber Hermann Kuhn, danke für die Einladung. Zu der Feier gehört die jüdische Gemeinde. 75 Jahre, wir sagen Mazel Tov, Happy Birthday und freuen uns, dass dieses Wunder geschehen ist, dass ein Staat Israel wieder existieren kann. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Alle kennen dieses Wort. Aber für uns jüdische Menschen ist Israel viel älter. Wir erinnern uns in täglichen Gebeten oder auch in Gesprächen an 3000 Jahre Israel. Vor 3000 Jahren wurde der erste Staat, der Tempel, erstmal Jerusalem gegründet. Und um diesen Tempel in dieser Stadt konzentrierte sich alles, das religiöse, das weltliche Leben, alles war da konzentriert. Und das ging einmal verloren, als Kriege zwischen den Israeliten, Judäern und Assyrern stattfanden und es gab ein erstes Exil, eine Galut in Babylonien und ein wunderbares Gedicht, was auch in die Gospelmusik eingegangen ist, ist da entstanden. Vielleicht kennen Sie das auch, an den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Zion, der Berg in Jerusalem heißt noch so, das war der Name für die Stadt, für den Tempel. Das zweite Exil begann nach den römisch-jüdischen Kriegen und der
Vertreibung der Juden und der Zerstörung der nationalen Souveränität, der einzigen, die existierte. Aber es entstand etwas anderes. Das jüdische Leben, wie es heute ist, konnte dadurch entstehen. Die religiöse Praxis im Tempel wurde ersetzt durch die Synagoge. Die Opferdienste im Tempel wurden ersetzt durch die Gebete, der Staat durch die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und der Text der Tora wurde immer weiter interpretiert. Es entstanden weitere Texte der Auslegungen im Talmud, Midrasch und Mishnah. Und darüber lernte man und lernte bis heute, und dadurch entstanden immer weitere Interpretationen. Es entstand der Text, um den sich alles kreiste. Es entstand das, was Heinrich Heine einmal das tragbare Vaterland der Juden nannte. Die Juden hatten kein Vaterland mehr, sie waren in der Geulah. Manchmal konnten sie sesshaft werden, in manchen Jahrhunderten konnten sie länger an einem Ort bleiben, aber die Sehnsucht nach Wurzeln, die ihnen niemand mehr wegnehmen konnte, denn das war immer die Gefahr, egal ob sie 10, 20 oder 100 Jahre irgendwo waren, irgendwann wurden sie wieder vertrieben, gab es Pogrome, sie mussten gehen, ihre Wurzeln auflösen und neue suchen, aber das war immer in Gefahr. Und das erhoffte man sich, diesen Weg zu finden, wieder zurück in das heilige Land, wo einmal die Heimat war, wieder Heimat zu finden, wieder Makom, das hebräische Wort für Heimat, für Einwohnung, zu erreichen. Es gab im Mittelalter messianische Bewegungen, religiös-messianische Bewegungen, die dazu führten, dass Tausende von Menschen aufbrachen, um in das heilige Land zu kommen. Sie scheiterten. Es gab dann viel später, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, Pioniere, die dem engen Städtel in dem Zarenreich, den Pogromen und den Verfolgungen dort entkommen wollten und auch die religiöse Haltung, Aufgaben, um ein weltliches, neues Eretz Israel zu schaffen, sie scheiterten. Es musste erst die schlimmste Katastrophe der Menschheitsgeschichte kommen, die Shoah, bevor europäische und andere Politiker endlich begriffen, dass die Juden eine Heimat brauchen, einen Staat brauchen, eine nationale Identität brauchen. 1948 war es soweit. Wir feiern das heute. Ja, es war nicht einfach. Wir haben es gehört. Wir wissen es, wir werden hören. Es war nicht einfach, immer wieder, bis heute, immer wieder Bedrohung, aber ein Land, auf das man sich verlassen kann. Dennoch leben überall in der Welt heute immer noch Juden. Unsere jüdische Gemeinde fühlt sich hier zu Hause. Aber eine Sehnsucht bleibt doch. Wie hat sich das verändert in Bezug auf den jetzt existierenden Staat Israel? Der Staat Israel ist für uns eine Lebensversicherung, wenn es uns hier gut geht. Und wir wissen, dass hier ein demokratisches Land ist und wir hoffen, dass das noch hunderte Jahre so weitergeht. Aber trotzdem. Und der Staat Israel ist auch für unsere Menschen, nicht in Bremen nur, aber vor allem in Deutschland, in ganz Deutschland, auch ein Weg, die immer noch hierzulande durch die Shoah sehr schwachen und kränkelnden jüdischen Wurzeln zu stärken, durch den Austausch, durch das, was wir bekommen, das, was wir immer wieder neu erleben können und die Identität unserer jungen Menschen zu stärken, aber auch der Älteren, auch der Zugewanderten,
aus dem unsere Gemeinde heute steht. Ja, und natürlich sind wir alle konfrontiert auch mit der Politik, die nicht ideal ist. Und ich möchte denen, die in Israel zu Hunderttausenden auf die Straße gehen und kämpfen, denen möchte ich viel Kraft wünschen, die gegen die schleichende Autokratisierung, wenn man das Wort benutzen kann, kämpfen und für die Erhaltung der Demokratie. Das einzige demokratische Land im ganzen Nahost muss erhalten bleiben. Es muss Freiheit sein. Wir wünschen Kraft und alle Menschen aller verschiedenen Religionen müssen dort zusammenleben können im Frieden. Und dennoch gibt es viel Kritik, dennoch gibt es Kritik an der Politik, an der Gesellschaft. Es gibt Kritik an der Art, wie man mit dem Nahostkonflikt, mit den Palästinensern, die auch das Land beanspruchen, umgeht. Aber, und das möchte ich zum Schluss sagen, keine Macht der Welt, kein Mensch hat deswegen das Recht, jüdische Menschen dafür haftbar zu machen. Wir sind Juden in Deutschland, in Frankreich, in England, überall. Wir sind keine Israelis. Wir fühlen uns verbunden mit dem Land. Wir stärken die Demokratie. Wir möchten helfen, wir möchten kämpfen. Aber wir dürfen nicht, auch kein Israeli, deswegen beschimpft, ausgegrenzt, bespuckt werden, weil die Politik vielleicht in Israel nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Leider passiert das immer wieder und immer mehr. Und das ist blanker Antisemitismus, nichts anderes. Und dagegen müssen wir alle zusammen, Sie mit uns, der jüdischen Gemeinde, Sie Politiker, alle zusammen dagegen ankämpfen, damit das nicht wieder passiert, was geschehen ist. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da sind. Mazel Tov Israel, Am Yisrael Chai. Sehr geehrter Herr Dr. Kuhn, liebe Esther Shapira, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Bremerinnen und Bremer, Shalom. Ich freue mich, bei dieser besonderen Feierstunde zu Ihnen zu sprechen. In diesem Jahr feiern wir zum 75. Mal den Tag der Gründung des Staates Israel, Yom Ha'atzmaut. Das bedeutet, seit 75 Jahren leben Juden wieder selbstbestimmt in ihrer jahrtausendealten Heimat. Oder, anders gesagt, Israel ist 4000 Jahre alt und 75 Jahre jung. Wir freuen uns, Israels Geburtstag zusammen mit unseren deutschen Freunden zu feiern, auch hier in Bremen. Wir sind noch ein relativ junges Land und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir können auch stolz sein auf unsere Erfolge. Von Beginn an war das Ziel, dass der Staat Israel eine liberale Demokratie sein wird. Und das haben wir trotz aller Herausforderungen geschafft. Seit der Staat Israel vor 75 Jahren gegründet wurde,
haben wir es auch geschafft, weltweit in der ersten Reihe im Bereich Innovation im Hightech zu stehen. Dabei waren die Voraussetzungen zu Beginn wirklich nicht die besten. Es gab kein Wasser und es gab keine Rohstoffe, vor allem kein Öl, anders als überall sonst im Nahen Osten. Uns blieb also nur unsere Innovationskraft, die wir schnell in allen Bereichen einsetzen. Bewässerung, Gesundheitswesen, Mobilität und so weiter. Wir mussten flexibel sein und schnell Lösungen finden. Und das zeichnet uns bis heute aus. Während wir unser Land in allen Bereichen wie Wirtschaft, Bildung, Justiz, Wissenschaft, Kunst und Kultur von Grund auf neu errichteten, nahmen wir gleichzeitig einen Wanderer aus aller Welt auf. Aus Ost und West, aus Nord und Süd, mit verschiedenen Kulturen und Traditionen. Das haben wir immer als Chance gesehen und eine dynamische Gesellschaft geformt. Und zeitgleich wurden wir von Beginn an angegriffen. Israel hat sich seine Nachbarn nicht ausgesucht. Wenn wir angegriffen werden, verteidigen wir uns selbst. Zu jeder Zeit und unter allen Umständen. Von Beginn an haben wir unsere Hand zum Frieden ausgestreckt. Mit Ägypten und Jordanien haben wir Friedensverträge unterzeichnet. Wir werden weiter nach Frieden mit allen unseren Nachbarn streben, ob nah oder fern. Wir arbeiten auch an der Ausweitung der Abraham-Abkommen, die im September 2020 in Washington unterschrieben wurden. Diese Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko tragen zur Stabilität im Nahen Osten bei. Bei der Erweiterung des Kreises auf andere Länder brauchen wir aber Europas und Deutschland Unterstützung. Zum Beispiel durch gemeinsame Projekte. Liebe Freunde, als Beziehungen zwischen Deutschland und Israel entwickeln sich ständig weiter. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir gemeinsam Wege finden, die Menschen, vor allem Jugendliche, aus beiden Ländern noch mehr zusammenzubringen. Wir möchten gemeinsam mit ihnen Israel noch mehr Menschen nahebringen. Bremen zeigt seit vielen Jahren, wie das funktioniert. Es gibt seit 1988 eine lebendige Städtepartnerschaft mit Haifa. Und schon seit 1981 findet ein Schüleraustausch zwischen Bremen und Haifa statt. Seit über 30 Jahren engagiert sich auch die deutsch-israelische Gesellschaft Bremen für die Vertiefung und Ausweitung der bilateralen Beziehungen. Wir in der Botschaft nehmen wahr, was Bremen für die israelisch-deutsche Freundschaft tut. Und wir sagen Danke. Auch die bremische Bürgerschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Herr Präsident, ich habe gehört, dass Sie einigen Monaten persönlich eine Statue der Bremer Stadtmusikanten nach Haifa gebracht haben. Es ist ein schönes und wichtiges Symbol, dass das Bremer Wahrzeichen nun auch in der israelischen Partnerstadt einen Platz gefunden hat. Liebe Bremerinnen und Bremer, ich danke Ihnen für
für die langjährige Freundschaft und hoffe auf viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit. Vielen Dank, total. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich glaube, wir alle haben gerade ein wunderschönes Lied gehört. Aber bei einigen, ich habe in meinem Blick viel eben auf den Chor, den wir später noch hören werden, der wurde mitgesungen, im Herzen mitgesungen. Der Jerusalem Shelter Hub, das ist für Juden und Juden, das ist für viele von uns, die hier sitzen, mehr als ein schönes Lied. Das ist einfach was ganz Besonderes. Vielen Dank. Ja, Shalom, danke für die Einladung. Der
Der Titel meines Vortrags lautet Israel, mein anderes Vaterland. Und Frau Lorch, nenne es jetzt anders. Nachdem ich es von Ihnen gehört habe, heißt es Israel, mein tragbares Vaterland. Atemlos, reglos fahren die Menschen vor den Radiogeräten und zählen die Stimmen. Dafür, dagegen, Enthaltung. Kein Wort, kein Husten, erinnerte sich der Schriftsteller Amos Oz später an jenen Schabbat, an dem im fernen New York über ihre Zukunft entschieden wurde. Keine Schrittgeräusche, keine Mücke summte, nur die raue Stimme des amerikanischen Sprechers. 8 Jahre war er alt an diesem historischen 29. November 1947, der sich ihm unauslöschlich einbrennen sollte. Als schließlich 33 Staaten der Vereinten Nationen Ja sagten zum Teilungsplan Palästina und damit zur Staatsgründung Israels. Mein hochgebildeter, wohlerzogener Vater stand dort, berichtet Amos Oz, und schrie aus voller Brust. Nicht Wort, nicht Wortspiele, keine zionistischen Parolen und keine Jubelrufe, sondern einen langen, nackten Schrei, wie vor der Erfindung der Worte. Der zionistische Traum, nach über 2000 Jahren zu sein, ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem, zum Greifen nah. Hatikva, die Hoffnung, lässt die Menschen auf den Straßen singen, weinen, tanzen, jubeln, obwohl sie wissen, was ihnen bevorsteht. Am 14. Mai 1948 ruft David Ben-Gurion als Oberhaupt der provisorischen ersten Regierung den Staat Israel aus. Das Land war vor Freude überwältigt, schrieb Ben-Gurion über diesen historischen Moment in sein Tagebuch. Aber wie am 29. November enthielt ich mich der Freude. Der Staat war gegründet. Unser Schicksal liegt nun in den Händen der Verteidigungskräfte. Der Kampf ums Überleben ist mit der Staatsgründung im Mai 1948 nicht vorbei. Doch erstmals gibt es wieder ein Fleckchen Erde, auf dem Juden nicht in der Minderheit sind, nicht vereinzelt der Willkür der Verfolgung ausgeliefert sind. Am Israel Chai, das Volk Israel lebt und kämpft, heute wie damals, von Anfang an. Der Tod verhalf dem Staat zum Leben. Das internationale Versagen, die verweigerte Hilfe, die geschlossenen Grenzen hatten Millionen ihren Mördern ausgeliefert. Wie konnte es noch einen Zweifel am moralisch-historischen Anspruch der Juden auf ihren eigenen Staat geben, in dem sie künftig Zuflucht finden würden? Der Judenstaat ist, Zitat, eine Art Irrenhaus in der Wüste, über und über bestäubt mit dem Knochenmehl der Juden, die nicht lebend eingetroffen waren, schrieb der israelische Schriftsteller Yoram Kalyuk. Er wurde für Tote gerichtet. Er erinnert stets daran, dass sie vielleicht nicht hätten sterben müssen, wenn wir ihn 50 Jahre früher gegründet hätten. Es ist genau diese Erinnerung, die den Staat so verhasst macht. Denn er erinnert die Welt und vor allem Deutschland an das eigene schreckliche Versagen, an die Schuld, deren Zinsen Israel in Rechnung gestellt werden. Ich war noch ein Teenager, als ich das Land zum ersten Mal mit eigenen Augen sah. Meine Erinnerungen an diese Reise sind heiter, fröhlich, unbeschwert. Es war ein Familienbesuch und der Beginn einer großen Liebe. Mein Israel, das war das landgewordene Wunder. Ein Volk hatte die Wüste zum Blühen gebracht und ich war glücklich und stolz, irgendwie dazuzugehören. Erst viele Jahre später sollte ich auch Einblicke in dieses Land und seine Geschichte bekommen, auf die, stolz zu sein, es keinen Grund gibt. Ich begriff, dass Menschen beides sein können, Opfer und Täter. Dass sie richtig und falsch zugleich handeln können. Dass es eben nicht für jeden Konflikt eine gerechte Lösung gibt. Und dass eben nicht nur die Juden, sondern auch die Palästinenser ein betrogenes Volk waren, verraten und verfolgt. Liebe macht blind, sagt das Sprichwort. Das ist falsch. Echte Liebe
hält Widersprüche aus. Mit der Zeit wurde mein Bild des geliebten Landes schärfer. Zur Sonne gesellten sich auch Schatten. An meiner Liebe änderte das nichts. Eine Liebe, auf die im Lauf meines Lebens viel mehr Menschen mit Unverständnis und Ablehnung reagieren sollten, als ich es mir mit meinen damals 13 Jahren hätte vorstellen können. Wir sind ein Volk. Der Feind macht uns ohne unseren Willen dazu, wie das immer in der Geschichte so war. In der Bedrängnis stehen wir zusammen und da entdecken wir plötzlich unsere Kraft, einen Staat, und zwar einen Musterstaat zu bilden, hatte Theodor Herzl verlockt. Wie zufrieden wäre er mit dem Ergebnis gewesen? Ein Musterstaat ist es vielleicht nicht geworden, aber immerhin ist der einzige jüdische Staat eine liberale Demokratie, fehlerhaft und voller Widersprüche, so wie alle liberal-demokratischen Staaten dieser Welt und eindrucksvoll, wehrhaft gegen jede Bedrohung. Erstmals in seiner jungen Geschichte kommt diese nun nicht nur von außen. Als Iron Dome ihrer Demokratie sehen sich die Hunderttausende, die Millionen Israelis, die seit mehr als 5 Monaten Woche für Woche auf die Straße gehen, um Herzls Traum eines jüdischen und liberaldemokratischen Staates als Zufluchtsort zu verteidigen, gegen eine teils rechtsextremistische religiöse Regierung, die den Charakter Israels radikal verändern will. Jung und alt, quer durch die Milieus und politischen Parteien, erheben sie ihre Stimme und kämpfen für ihr Land. Das alte Lied, Eine Eretz Acheret, ich habe kein anderes Land, ist zu ihrer Hymne geworden. Und ihre Fahne ist die israelische Flagge. Ich bange mit ihnen und halte es kaum aus, nicht dort, sondern hier zu sein, in dieser historischen Situation. Ich sehe die Bilder aus Tel Aviv und aus ihrer Partnerstadt Haifa, aus Jerusalem und Beersheba und überall im Land. Ungarn, Italien, Polen, Schweden, die USA und nicht zuletzt die Umfrageerfolge der AfD zeigen es. In vielen Ländern werden Freiheit und liberale Werte gerade angegriffen. Aber nirgendwo werden sie so leidenschaftlich verteidigt wie in Israel. Findet diese Demokratiebewegung hierzulande so wenig solidarischen Widerhall? Vor 75 Jahren wurde Israel gegründet. Aber die Existenz des Staates ist für viele noch immer nur eine vorläufige, eine Aufbewährung. Darum ist klar zu sagen, das Überleben ist kein gönnerhaftes Geschenk, sondern ein Menschenrecht. Nichts kann die Legitimität der Existenz in Frage stellen. Wie gerade Deutsche aus ihrer eigenen Geschichte wissen müssen. Selbst nach dem barbarischen Zweiten Weltkrieg, selbst nach dem Massenmord der Shoah, wurde zwar über Grenzverläufe diskutiert, aber nie darüber, ob es überhaupt künftig noch einen deutschen Staat geben sollte. Die Gründung Israels wurde ermöglicht durch einen Beschluss der Völkergemeinschaft. Für seine Sicherheit aber wollte die Welt nie Verantwortung übernehmen. Und damit auch nicht die Lösung der Tragödie der Palästinenser. Kein Land wurde aufgefordert, den palästinensischen Flüchtlingen endlich eine Chance zu geben auf echte Integration und Teilhabe. Stattdessen wird einseitig Israel verantwortlich gemacht für deren Leid. Mindestens 5 Millionen PalästinenserInnen leben als Staatenlose in arabischen Ländern, rechtlos, schutzlos. Sie dienen als Faustpfand gegen Israel, ein menschliches Schutzschild ideologischer Borniertheit, gegen das Palästina-Freunde weder in den UN noch in der Zivilgesellschaft aufbegehren. Wichtiger als die reale Verbesserung der Lebenssituation der PalästinenserInnen ist es den AktivistInnen weltweit, die Illusion einer Rückkehr aufrechtzuerhalten. Und so wird der Flüchtlingsstatus und damit die Aussichtslosigkeit von Generation zu Generation weitergereicht. Denen, deren Stimme sie vermeintlich sind, erweisen sie einen Bärendienst. Sie zahlen den bitteren Preis für die internationale Anti-Israel-Allianz, die sich seit Jahrzehnten jeder Suche nach einer Lösung verweigert,
und so den Hardlinern in Israel den Rücken stärkt. Zum 75. Jahrestag Israels hätte die Völkergemeinschaft endlich ein und für alle Mal die Realität anerkennen können. Trotz, nein, vielleicht sogar gerade wegen der schwierigen aktuellen Situation. So paradox es klingt. Vielleicht ist gerade jetzt, wo die israelische Gesellschaft von innen heraus bis ins Mark erschüttert ist und verzweifelt um ihre Zukunft drängt, eine Chance, die Dynamik zu ändern, neue Wege zu gehen. Unrealistisch, ich weiß. Aber wie hatte David Ben-Gurion gesagt, in Israel musst du, um Realist zu sein, an Wunder glauben. Vorerst aber bleibt alles wie gehabt. Kein Land wurde häufiger von der UN verurteilt als Israel. Jahr für Jahr. Ein groteskes antisemitisches Ritual. Israel ist und bleibt der andere, misstrauisch beäugt, der Jude unter den Staaten. Ein Staat, der gegründet wurde von Menschen, die nach jahrtausendelanger Verfolgung nicht länger auf die Erlösung durch den Messias warten, sondern ihr Leben und Überleben lieber selbst gestalten wollen. In einer Mischung aus Idealismus, Naivität, Abenteuerlust, Pioniergeist und Verzweiflung sind Juden vor allem aus Europa in eine ihnen völlig fremde Welt aufgebrochen, haben ihre alte Sprache wiederbelebt und versucht, sich friedlich und im Einklang mit ihren neuen Nachbarn zu verständigen. Damit sind sie gescheitert. Israel ist längst im Nahen Osten angekommen, in einer Region, in der nur verhandelt, wer zu schwach ist, um den Kampf zu gewinnen. Auch die Zunahme des religiösen Einflusses auf die Gesellschaft zeigt, dass der jüdische Staat seinen Nachbarn heute ähnlicher geworden ist als zum Zeitpunkt seiner Gründung. Was die Lösung dieses tragischen Konflikts zwischen richtig und richtig, wie ihn der bereits zitierte Amos Oz einmal nannte, nicht eben leichter macht. Doch je mehr sich Israel an seine Umgebung angepasst hat, umso enttäuschter hat sich Europa abgewandt, weil das Land den selbstgesetzten hohen Moralerwartungen nicht durchgängig entspricht. 75 Jahre nach seiner Staatsgründung ist Israel ein fast normaler Staat geworden, mit Koalitionsgerangel, Machtkämpfen, mit Unfähigen, mit Engagierten, mit Korrupten, mit Klugen und mit ratlosen PolitikerInnen, mit einer großen arabischen Minderheit, mit orthodoxen und säkularen Juden und mit so viel sozialem Sprengstoff, dass es verwunderlich ist, ein Wunder, dass es nicht längst schon viel heftiger gekracht hat. Noch immer geht es bei allen Spannungen in Israel erstaunlich entspannt zu. Feiern junge Leute in Tel Aviv, treffen sich dort jedes Jahr Schwule aus aller Welt zur großen, fröhlichen Regenbogenparty, bei der auch viele palästinensische LGBTQ-Menschen ausgelassen mitfeiern, die hier selbstverständlich Freiheiten genießen, von denen sie in den palästinensischen Gebieten nur träumen konnten. Was freilich im allgemeinen Israel-Bashing geflissentlich ignoriert wird. Im Gegenteil. Queers for Palestine erhebt seine Stimme nicht für die verfolgte LGBTQ-Community in Palästina, sondern marschiert in Berlin auf BDS-Demos gegen Israel, wohl wissend, dass allein das Tragen ihrer T-Shirts mit dem Queer-Schriftzug in Gaza lebensgefährlich wäre. Absurd und zynisch. Das Framing von Israel. Das Framing von Israel als Apartheidstaat und vom Zionismus als letztem kolonialistischen Projekt zielt darauf ab, die moralische und historische Existenzberechtigung des jüdischen Staates zu beschreiben. Was das konkret bedeutet, daran lassen nicht nur die bekennenden BDS-AnhängerInnen keinen Zweifel. From the river to the sea, Palestine will be free, so reimen sie in Sprechchören die Auslöschung Israels und schwenken dazu Palästina-Karten ihrer Vernichtungsfantasie, auf denen es kein Israel mehr gibt. Roger Waters, der Gründer der legendären Band Pink Floyd, hat schon vor Jahren einen Davidstern auf ein Gummischwein gemalt und das Judenschwein dann unter Johlen und Beifall des Publikums erschossen. Was ich damals noch für eine Entgleisung hielt, ist längst Mainstream in Kultur und Wissenschaft weltweit. Und der verschwörungsgläubige Putin und Assad-Fan Roger Waters, 4 Jahre älter als der Staat, dessen Vernichtung er propagiert,
begeistert mit seiner antisemitischen Hasstournee aktuell wieder seine Fans. Und nur selten trifft er dabei auf Gegendemonstranten wie vor 3 Tagen in meiner Heimatstadt Frankfurt. Ich denke und schreibe mich in Rage. Zeit meines politischen und journalistischen Lebens habe ich an die Macht des Wortes geglaubt, gestritten für die Kraft der Debatte, mich den halben Wahrheiten, die ganze Lügen sind, widersetzt. Der fruchtbare Streit aber setzt die Bereitschaft zur Empathie voraus, den Wunsch nach Verstehen. Wenn aber, etwa bei der international wichtigsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst, der Documenta in Kassel, keine Künstlerin und kein Künstler aus Israel eingeladen werden und Multiperspektive und Vielstimmigkeit bedeuten, dass viele Stimmen zu Wort kommen und auf die Bühne gebeten werden, die ihre ganze schöpferische Kraft dafür verwenden, den Judenstaat zu bekämpfen und von seiner Vernichtung träumen. Was bleibt dann? Wie kann es mir gelingen, angesichts der böswillig verzerrten Angriffe auf Israel meine Skrupel zu bewahren, zu differenzieren, historisch genau zu bleiben? Wie kann ich über das Leid der Palästinenser reden, ohne zu riskieren, dass mir das Wort im Mund umgedreht und ich zur Kronzeugin für Antisemiten werde? Und wie erkläre ich, warum trotz allen damit verbundenen Unrechts der Zionismus Recht hat, ohne von rechtsnationalen Kreisen missbraucht zu werden? Für Zwischentöne ist im ideologischen Getöse kein Platz und meine Zwischenrufe verhallen in den Echokammern der eigenen Blase. Mit jedem Jahr wächst der Widerwille der Jungen, die historische Dimension der Schuld zu begreifen und die Gründungsbedingungen Israels zu verstehen. Lauter werden die Stimmen, die nicht bereit sind, aus der Judenvernichtung der Nazis und der Vernichtungsdrohung der arabischen Nachbarn eine Rechtfertigung für Israels kriegerisches Selbstverständnis abzuleiten. Den Hass der Kinder der Flüchtlinge, die die Kränkung der Alten über die Niederlage gegen die Juden und die Verzweiflung über die historisch verpasste Chance zur Gründung ihres eigenen Staates in sich tragen, kann ich verstehen. Ihr Wutgeheul gellt mir in den Ohren, aber es dringt mir nicht ins Herz. Der fein formulierte Judenhass dagegen, der sich feige als Opferparteinahme tarnt, der an Juden und den jüdischen Staat andere Maßstäbe anlegt, der nimmt mir die Luft zum Atmen. Israel steht unter anderen Gesetzen der Beurteilung als andere Völker der Welt, ob wir nun wollen oder nicht. Was wir Israelis tun, vollzieht sich auf einer Bühne. Unser Los hat sie gezimmert. Art und Unart anderer Völker wird selbstverständlich hingenommen. Aber alle Welt darf auf Publikum sitzen, lümmeln und Israel anstarren. Und wehe, wenn wir nicht als Halbgötter über die Seele schreiben. Das schrieb Richard Lehrhofmann, der große österreichische Dramatiker und Lyriker, wobei das Zitat nicht ganz richtig ist. Denn er schrieb diese Sätze schon 1913, also lange vor der Shoah und lange vor der Staatsgründung Israels. Und da, wo ich eben Israel gelesen habe, steht im Original Jude. Aber das eine ist so wahr wie das andere. Und weil dies so ist, ist und bleibt es dabei keine Staatsbesorgung. Und keine mitfühlenden Worte schützen vor dem gewalterischen Judenhass. An diesem schönen Haus, in dem ich jetzt reden darf, und wenn ich rausschaue, sehe ich die ukrainische Flagge wehen. Das ist schön. Schön und wichtig. Aber, ich sage es offen, ich hätte mich auch gefreut, wenn anlässlich dieser Geburtstagsfeier und anlässlich von 75 Jahren auch die israelische Flagge gehisst worden wäre. Viele der Gemeinde ukrainische Wurzeln haben, sondern auch, weil die ukrainische und die israelische Flagge gerade jetzt besonders gut zusammenpassen. Denn was der jüdische Präsident der Ukraine heute erlebt, droht morgen dem jüdischen Staat.
Im Fall eines Angriffs einer Atommacht Iran etwa auf Israel würde aus dem nie wieder ein schon wieder. Dem ersten Entsetzen würde folgenloses Pathos folgen und Talkshows, in denen Apologeten bedauernd das Haupt schütteln und erklären, warum Israel letztlich selbst schuld an seiner Vernichtung und nichts tun, das Richtige sei, um der Diplomatie und dem Frieden eine Chance zu geben. Wir wollen da nicht hineingezogen werden. Juden wissen, wie wenig Verlass auf andere ist. Und so bestätigt die Tragödie der Ukraine, was David Ben-Gurion schon bei der Gründung des Staates sagte. Das Überleben hängt von der eigenen Verteidigungsfähigkeit ab. Israels stärkste Waffe sind die Menschen, die ihr Land, ihr Leben, ihre Freiheit und die Demokratie verteidigen. Sie sind es, auf die ich vertraue, auch ganz persönlich. Es beruhigt mich, dass David Ben-Gurions Versprechen auch für jene gilt, die orthodoxen Juden zwar nicht koscher, aber jüdisch genug für Antisemiten sind, also auch für mich. Ich wurde mit der Staatenlosigkeit meines Vaters geboren, die vom ersten Schrei an auch meine war. 12 Jahre später wurde er eingebürgert und damit auch ich. Mit meinem deutschen Pass kann ich in jedes Land dieser Welt reisen. Mit meinem jüdischen Namen eher nicht. Und so lerne ich weiter Hebräisch, die Sprache meines anderen, meines tragbaren Vaterlandes und hoffe, verstanden zu werden. Am Israelerei, Mazal Tov. Thank you.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute das letzte Wort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren auch den Respekt vor der Hymne des Volkes Israel erhoben haben und Sie sich gewürdigt haben. Ich möchte mich bedanken, zunächst mal bei den Musikerinnen, beim Chor und Koch, aber auch bei der Gruppe um Boga Bock. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben auch gehört, dass trotz der Auswahl, die sich ja konzentrierte auf das Jahr 1948, haben wir gehört, wie vielfältig und die kulturellen Wurzeln auch dieses Staates und des Volkes sind und gewesen sind, die da plötzlich zusammengekommen sind, aus vielen Ländern der Welt auch dort zusammengekommen, nicht nur aus Europa, sondern auch aus dem Nahen Osten. Also ein guter Einblick und eine wunderbare Umarmung. Ganz herzlichen Dank auch an den Chor für die Hoffnung. Einladung Bremen gratuliert, haben wir ja vielleicht ein bisschen dicke Backen gemacht. Weil natürlich ist es so, dass es nicht ganz Bremen ist, die hier sitzt. Und wir wissen auch, dass die Sympathie und die Verbundenheit und die Freundschaft mit Israel nicht von allen geteilt wird. Manche stehen in Distanz oder auch in Unkenntnis oder Nichtinteresse. Manche auch tatsächlich in harter und auch manchmal nicht gerechtfertigter Kritik. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Titel gerechtfertigt und ist es weiterhin, weil die zentralen Institutionen dieses Landes auch das unterstützt haben, dabei sind. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an den Präsidenten, die Vizepräsidentin, die gegenwärtigen, die zukünftigen Abgeordneten, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Vielen Dank. Gratuliert, ja. Das ist schön. Gratulation kann meistens eigentlich ein bisschen fröhlicher und unbefangener. Das ist bei Israel, das haben wir auch heute wieder gemerkt, nicht nur der Fall. Natürlich gibt es die Freude und auch den Glückwunsch, dass dieses Land trotz der unglaublich widrigen Umstände noch so lebt und blüht und sich entwickelt hat. Die Zahl der Menschen, die dort wohnen, verzehnfacht, da ist es angesprochen worden, was das Land leistet. Sprichwörtlich sagen wir, ja, das ist nur, ist es nicht die ganze Wüste, die zum Blühen gebracht worden ist, aber sprichwörtlich und im übertragenen Sinne haben die Menschen, die da angepackt haben, tatsächlich das Land zum Blühen gebracht. Das ist eine unglaubliche Leistung und trotzdem, Frau Schöpfer hat es nochmal näher gebracht, das Land muss sich nicht nur selbst verteidigen bis heute, sondern auch unser Reden über Israel ist immer auch die Notwendigkeit, das Land zu verteidigen, zu erklären, zu verteidigen. Das ist die Aufgabe, die wir uns als deutsch-israelische Gesellschaft gestellt haben. Das machen wir in Bremen schon seit über 30 Jahren. Ich selber habe das irgendwann ja auch als Verantwortung übernommen und ich bin sehr froh und bedanke mich bei Ihnen allen, dass es für heute ein bisschen auch ein Höhepunkt ist und irgendwann ja auch ein Abschluss ist, dieser Arbeit, das heute mit Ihnen zusammen zu erleben. Also dafür ganz herzlichen Dank. Nehmen Sie sich bitte alles mit, was da hinten liegt, Informationen, Argumente, alles für frei, können Sie mitnehmen. Werben Sie für die Sache Israels, machen Sie wenigstens die Umstände deutlich, weisen Sie darauf hin, dass nicht alles schwarz-weiß ist. Erklären Sie, woher das kommt. Das wäre unsere Bitte an Sie. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, mit Ihnen anzustoßen. Es gibt ein bisschen was zu trinken, was zu feiern. Also bleiben Sie noch ein bisschen. Und ich bin vorhin gefragt worden von Bundeswehr, was ich denn wünsche für Israel. Da bin ich ein bisschen ins Straucheln gekommen, ins Stottern. Also einzelne Menschen, habe ich genannt, wünscht man bei den Jüdinnen und Juden 120 Jahre sollen sie leben. Das erscheint mir ein bisschen wenig für Israel. Ich das nicht sagen, aber was ich von Herzen wünsche, ist, dass das Land in der Lage sein wird, in Frieden zu leben,
im inneren Frieden mit all den Menschen, die dort leben. Für mich ist Israel, sind nicht nur die Juden, sondern sind alle Menschen, die dort leben, das will ich ausdrücklich sagen. Die sind auch da, auch sie werden nicht weggehen. Also das will ich ganz klipp und klar sagen. Wir müssen dafür arbeiten, dass sie dort gemeinsam leben können. Vielleicht zunächst mal nebeneinander, aber irgendwann auch miteinander. Also Frieden, Sicherheit und viel Glück, das wünsche ich dem Land Israel zum Abschluss, und ich bedanke mich nochmal bei Ihnen, dass Sie alle da waren, unsere Gästen und viel mehr als 120 Jahre. Dankeschön. Die Jungs machen einfach ein bisschen Kehr aus, also die spielen noch für uns nebenbei, während wir reden, also ne, hören wir einfach noch zu.